Alles, was uns wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken. Was kann ich sagen? Hallo. Hallo. Mal die Karre schön pfeifen lassen hier an der Straße, dass sie alle aus den Betten fallen. War schon immer eine Ampel hier? Wollen wir mal jetzt hier rechts versuchen? Links meine ich, rechts. Okay, Krankenwagen durchlassen. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Wo wir... Oh nein, scheiße, was habe ich getan? Kopfsteinpflasterstraße, Bullshit, scheiße. Huppel, 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 huppel. Aber wenn ich mich recht entsinne, wir hätten jetzt unten rumfahren können, dann einen Kreisverkehr, dann geht es dann rechts weg und dann macht das so eine Linksbiegung. Ich hoffe mal, wir kommen dann auf diese Straße. Ja, zeitmäßig machen wir gar nichts gut. Weil hier komme ich ja nicht vorwärts, Alter. Ich liebe große Schaufenster, da sehe ich mich mal wenigstens. Ich habe ja keinen, der mit mir fährt und mich mal filmt und sowas. Ich weine, ich bin traurig, ganz allein. Aber ich habe gesehen vorhin im Café, wo ich da saß, hat Werner angerufen. Er wollte bestimmt die Gunst der Stunde nutzen. Und heute mit mir eine Runde drehen, aber ich war ja nicht in seiner Nähe. Also das wären bis zu Werner, von da, wo wir unser Gartenhäuschen haben, waren es ja schon, glaube, 75, 80 Kilometer und dann nochmal 80, das sind 160 Kilometer. Ehe ich einfach mal nur so bei Werner bin erstmal und dann geht es ja nochmal weiter. Aber Werner hätte ja ruhig mal zu mir kommen können. Er will ja fahren. Erdlochhuckel. Wieder ein Erdlochhuckel. Oh, hier der Dom. Ah, ja. Gut, dann machen wir hier mal eine kleine Sightseeing-Tour. Hier ist der Dom. Geil, oder? Ey, ich bin begeistert über diese Baukunst. Also guckt euch diese kleinen Türme an und diese Verzierungen und den ganzen Scheiß. Alter, was waren das? Was waren das für Handwerker? Wahnsinn, oder? Alter Schwede. Junge, 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 das ist doch wirklich erstaunlich. Und die hatten nichts, keine Flex und sonst irgendwas. Um mal hier kurz einen Stein durchzusägen, da mussten sie mit der Handkante die Steine halbieren. Oh, ah ne, das ist ein Roller. Oh ne, oder? Ne, eine Kawasaki. Ach, die Z irgendwas, würde ich sagen. Aber eine Tourer, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Habe ich jetzt irgendwie so schnell nicht gecheckt. Naja, dann machen wir hier eine kleine Tour. Was ist das? Fußgängerzone. Wie komme ich denn hier raus? Scheiße. Ich habe mich verfahren. Festgefahren. Ein Leipziger. Ah, eine Versus 1000. Ach so, okay. Kenne ich gar nicht.
Was haben wir da vorne? Schloss Bellevue. Boah. Schloss Bellevue, Junge. Komm, wir fahren rein und lassen es uns gut gehen. Trommeln die Dienerschaft zusammen. Warte mal, geht's hier runter? Ich fahr, da runter geht's, glaube ich. Ich glaube, hier unten sind wir falsch. Nee, ich meine goldrichtig. Guckt euch die Straßen an, Alter. Und nun stell dir vor, du sitzt da in so einer Gummikutsche mit Holzrädern, Alter, da geht's ab, die Post. Da war ich lieber gelaufen, Junge. Ja, wir sind richtig, oder nicht? Ich weiß es nicht, wird sich gleich herausstellen. Ich glaube schon, ich denke schon, ja doch. Muss richtig sein. Muss richtig sein. Ist richtig. Kirchen, Naumburg, 1000 Jahre oder was? 1000 Jahre alte Kirchen kannst du essen. So, Abolda, okay. Sie grüßt nicht Weiber, sage ich nur. Reinhard May und die Heizkörperarmee. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. All die Ängste, alle Sorgen, sagt man, werden darunter verborgen und dann ist alles, was uns wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken. Kamera nimmt noch auf. Geiles Style. Bin so froh. Ey, die Kamera, geil. Ein bisschen Handgymnastik machen. La 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 la. Die denken alle hinter mir oder vor mir, Alter, der hat sie nicht mehr alle. Komm hier, mach mal grün, Junge. Jetzt kommt erstmal dort was angekachelt. Kachelmann. Ah, schönes Wetter. Ich liebe das. Heute wunderbar, wunderbar. Richtig ideales Bikerwetter irgendwie. Die Sonne blendet nicht, aber es ist nicht kalt. Ich glaube so 22, 23 Grad. Ideal. Trockene Straßen. Schöne Sache. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ich habe genug Akkus mit. Ich habe 4 Akkus, einer ist drin, 3 habe ich noch in der Tasche, also wir können heute fahren, wenn es denn mal irgendwie grün werden würde für uns. Wir armen Tropfe stehen schon hier stundenlang. Kommt noch einer, guten Morgen, Herr Gesangsverein. Kollegen und Kolleginnen,
Charmeure und Charmeurinnen. Biker, geliebte Biker und Bikerinnen. Achso, da fällt mir ein, ich brauche noch irgendwie so einen Begrüßungsspruch. Ich habe heute gar nicht Hallo irgendwas gesagt. Was kann ich sagen? Hallo. Ja, nee. Hallo. Du sagtest einfach Hallo. Einfach Hallo. Im Zug nach nirgendwo. Diamo. Oh nein, es geht schon wieder los. Und ich glaube, es geht schon wieder los. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Ne, Mensch, jetzt mal ehrlich, was soll ich sagen? Hallo, Freunde der geliebten Bikerzunft. Ne, was sage ich denn so? Hallo, Freunde der gepflegten Bikerhunde. Ach, das hört sich scheiße an. Mann, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hallo, Biker und Bikerbräute. Nee, das ist ja auch, weil das Video dürfen sich auch Leute angucken, die keine Biker sind. Jeder ist herzlich willkommen sozusagen. Hallo, Freunde des gepflegten Irrsinns. Des gepflegten ist doch scheiße irgendwie. Kann ich auch nicht sagen, des gepflegten. Das hört sich so dumm an irgendwie. Des gepflegten Irrsinns. Nee. Hallo, wieso Freunde überhaupt? Ich weiß es nicht. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ich begrüße euch zu... Tour L'Amour. Ja, Liebe ist immer mit dabei. Liebe ist immer gut, kann man sagen. Ja doch, denke schon, Liebe passt. Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Tour L'Amour. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung, mir fällt halt nur Scheiße ein. Der Matze hat nur Scheiße im Kopf. Nur Scheiße im Kopf, das tut doch weh. Nein, wenn du mich so fragst, sag ich nein. Wenn du mich so berührst, du Schwein, dann zieh ich dir gleich eine rein. Haben doch nicht ganz unrecht, die lieben Leute. Oh, Kamera nimmt noch auf, zum Glück. Ich denke mal, sollte schon so. Außerdem sagt sie ja Bescheid, die piept ja. Wenn sie ausgeht, glaube ich. Doch, denke schon, ja. Das macht die. Also 2,06 Euro, aber haben die eine am Sender oder was?
Das letzte Mal stand ich hier und hab da was gegessen.